Neko. So Leute, und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Fortnite Rette die Welt bzw. Scammer wurde gescammt. Und Leute, heute haben wir mal eine richtig krasse Folge am Start, denn wir hatten ja in einer letzten Folge so einen Vater, der dann auch beleidigt hat, einfach kleine Kinder aus Spaß gescammt hat und so weiter. Und den habe ich ja zurückgescammt und der hat jetzt nochmal ein paar von seinen Kiddies da vorgeschickt bzw. halt auch Kindern halt vorgeschickt, um mich und meine Community weiter zu scammen. Und das Schlimme daran ist ja, die haben das auch wirklich getan. Genau die habe ich jetzt heute einfach mal für euch zurückgescammt. Und ansonsten würde ich euch einfach nochmal sagen, es gibt auch heute wieder ein Black Scar Giveaway. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn da wird das von gestrige Giveaway aufgelöst. Was ihr tun müsst, um zu gewinnen, also ein Abo und ein Like wäre richtig korrekt. Ansonsten einfach in die Kommentare, Hashtag Abo und Like. Isda. Und ansonsten würde ich jetzt noch sagen, schaut bitte das Video bis zum Ende, denn da gibt er sogar zu, dass er scammt. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß. Was hast du so im Angebot? Also muss nichts droppen, einfach kann nur ich sagen. Erstmal Baurecht haben? Ja. Okay. Aber was willst du haben? Ich habe eigentlich vieles. Ich bräuchte Waffen. Waffen? Mhm. Wie wär's mit einer 130er Nock? Eher Totengräber, wenn es geht. Totengräber? Und geht auch 130. Okay, wie viele hast du? Genau, nicht mehr so viele. Ich, ein paar meinen Freunden. Wie viele würdest du traden? Zwei. Ja, oder drei. Kommt doch an, was du anbietest. Okay, ja, brauchst du eher Materialien oder eher Waffen? Waffen. Okay. Ich weiß nicht, kennst du die hier? Ist das die Eisbiss? Ja. Ja, die will ich haben. Ja, okay. Sicher, dass die 130 ist? 106. Dafür würde ich zwei Tourangreifer geben, 130. Ja, ich habe auch nur 130er, warte, ich kann eben holen. Okay. A few moments later. Und du willst echt die Eisbiss haben? Ja. Ach, schade, das ist die einzige 130er, die ich habe. Also Materialien willst du gar nichts, oder? Nein, da kannst du irgendwie... Ja, keine Ahnung. Ich brauche keine Materialien. Okay. Auch kein Breadcore oder so? Nein. Gar nichts. Kein Malachit. Nein. Ich brauch gar nichts eigentlich. Warte. Ich brauch die halt wegen dem Wert. Das viel Wert ist. Wie machen wir das? Stark was vor. Keine Ahnung. Ich drop eigentlich normalerweise nicht zuerst. Ja, ich auch nicht. Ja, ich hab kein Dings, Entdecker oder so, also kann ich nicht dashen. Oder halt. Du hast Drachenscotch, du kannst genauso dashen wie jeder Entdecker. Ninja das meinst du? Ja. Aber da kann ich währenddessen keine Waffe aufheben. Ja, aber danach. Ja, bis dann, du hast eine gute Reaktionszeit, glaube ich. Egal. Ja, von mir aus bearbeite die Wand und droppe. Das ist kein Problem. Von mir aus bearbeite du die Wand und droppe. Ja, okay, wenn du danach droppst. Aber dann bleibe ich im Bearbeitungsplan. Ja, okay. Also ja. Ja, okay. Aber wenn ich einmal höre, dass du aus dem Bearbeitungsplan rausgehst, dann dropp ich nicht, weil dann bist du wahrscheinlich am Kicken oder so. Ja. Ja, okay. Ja. Sicher, dass die 130 ist. Und das ist keine Frostbite, ich sehe das. Du weißt schon, dass die gedroppt genau gleich aussehen. Schau im Internet nach, wenn du willst. Warte, ich kann. Ja, warte, ich kann es auch so zeigen. Warte, ich nehme dir kurz Baurichtung weg. Warte. So. Komm hier außen. So. So, jetzt müsst ihr durchschauen können, oder? In einem gewissen Winkel. Ja, ist ein Eisbiss, ne?
Ja, aber dann. Ja. Ich fühle mich irgendwie nicht so wohl, wenn ich die erst droppen muss. Du kannst die ganze bearbeiten, genau. Ja, egal. Du bearbeitest gar nicht. Oh, ich bearbeite gerade. Warte. Ja. Ja, ein bisschen weit weg. Ich bin soeben tödlich geworden. Okay. Ich hab halt Angst, dass du irgendwie. Ich hab nicht mal die andere. Wie gesagt, Show Storm Sheet 1. Machen wir so, ich drop eine Waffe. Mhm. Weiter. Oder warte. Nicht, dass du mich kickst oder so. Nein, was ist der Plan? Keine Ahnung. Ich habe noch nie so einen richtig großen Trade gemacht. Weil die Frostbite ist eine gute Waffe. Ja, ist mir bewusst. Du bearbeitest, du droppst, danach droppe ich und danach machst du auf. Ja. Ja, okay, komm. So. Oder warte, hilf mir, ich heb die mal auf. Kann ich Admin haben, bitte? Oh, vergebe ich ungern. Ja, keine Ahnung. Ich bin mir jetzt unsicher. Nee, ich drop ja schon first. Ich weiß. Aber du kannst mich ja ganz einfach kicken. Wie denn? Ich hab ja Bauplan in der Hand, wenn ich bearbeiten will. Kann ich ja schlecht kicken. 12 seconds later. Was würdest du mir für die 106er Eisbiss geben? Was ist mit der? Der Totengräber hat nur halbe. Was? Eine ganze 130er Totengräber hat nur halbe. Nee. Dafür ist die Eisbiss zu selten. Dann eine 130er Totengräber und 130er Kürbiswerfer. Nee, Kürbiswerfer ist ja nichts mehr wert. Seit dem Geburtstagslerner. Ja, also. Dann die 100er Eisbiss. Warte, die ist auch ganz voll. Warte. Kannst du ganz genau sagen. Die hat noch 294,1 von 300. Fällt sich also ähnlich wie mit deiner Nock. Ja, dann will ich das machen. Gegen 230er volle Totengräber. Ja, okay. Die sind sicher voll. Ja, ganz voll. Also, 297. Eine 290. Die andere 300, 298 gemacht. Ja, komm, passt. Okay. Wieder? Was ist los? Ich weiß nicht. Egal, drop einfach, ich drop. Scheiß drauf. Ich gescannt werde, ist okay. Oh, zu weit weg. Oh mein, warte, bin aus dem Bauplan rausgeflogen. Hier drin. Ja. Du musst auch schon droppen. Ja, ich habe halt Angst, ne? Oh. Wenn du mal so lange stehen bleibst, dann habe ich immer Angst. Dass ich kicke oder was? Nee, aber kann dein Freund weggehen? Ja. Oder ich kann first droppen, wenn du mir Atmen gibst. Dann droppst du first. Ja. Warte. Du droppst als erst. Du kannst drop erstmal. Danach kannst musst einfach ganz schnell. Okay. So. Also ich bin ein bisschen weit weg vielleicht. So. Ist immer noch zu nah, glaube ich. Oder? Keine Ahnung, passt. Okay. Die erste. Ja, du hörst halt auf zu springen. Ich habe Angst, dass du es unter mich baust. Was bringt mir das? Dass du durch kannst? Na egal, mach jetzt einfach springen. Okay.
Sind das alle? Ich sehe nichts, weil das Feld in der Mitte grau ist. Ich habe nicht aufgehört zu springen. Ja, ich weiß. Aber das ist ein bisschen komisch. Warum sammelst du mal ein? Was? Ich habe halt voll Angst. Ich jetzt auch so langsam, wenn du jedes Mal einsammelst. A few moments later. Es gibt doch irgendeine Safe Trading Box, oder nicht? Ja, könnte ich bauen. Glaubst du dann? Ja. Okay. Kannst du auch die ganze Zeit springen, bitte? Ach. Oder sollen wir das so machen? Ich gebe dir eine Totengräber, du droppst dein Eisbiss und dann gebe ich noch eine. Oh, dann liest das halt. Ohne Atmen, ich trade normalerweise gar nicht ohne Atmen. Ich werde. Das ist immer so gefährlich. Also, du gibst mir eine Grave, dann gebe ich dir die Eisbiss, dann gibst du mir die andere Grave, Digga. Ja. Okay. Ich schau nochmal Dura. Bist du nicht sogar auf meinem Discord? Ja, wer sollst du denn? Du. Ob du da nicht drauf bist. Welcher Discord? Neko. Was war das denn, Discord? Schon immer. Du bist da drauf. Verlinkst du den? Was? Verlinkst du den? Ja. Und du bist da drauf. Ja. Und als Scammer markiert. Wie heiß ich? Was geht? Wie, was geht? Was geht, heißt du? Hä? Auf Discord. Weil willst du das wissen? Weil du meinen Freund angeschrieben hast. Mit Hey, adde mich. Ich heiße Ketchup-Senf-Toast. Welcher Freund? Mit Nick. Wie? Mit Nick und du ihn gescammt hast. Also du hast jetzt so Scammer gescammt gemacht mit einer Totengräber. Ja, wenn du der Richtige bist, ja, wenn nicht, dann und du mir sagen kannst, ob du es nicht oder beweisen kannst, dass du es nicht bist, dann gibst du ihn natürlich zurück. Ich bin's ja nicht mal. Okay, und wie kannst du denn erklären, dass Mitnick mir einen Discord-Link schickt mit, also ein Foto, ein Screenshot, mit jemanden, der was geht heißt, sagt, adde mich, ich heiße Ketchup-Senf-Toast und mich dann anschreibt, dass er um zwei Totengräber gescannt wurde. Und ich den auch privat kenne. Keine Ahnung, Namen nachgemacht oder so. Name, gleiches Profilbild auf meinem TS schon vorher als. Auf willst du denn wissen, was für ein Profilbild ich habe? Auf Discord. Nee, ich meine, er hat ja geschrieben, adde mich, ich heiße Ketchup-Senf-Toast. So, und es können nicht zwei Leute Ketchup-Senf-Toast heißen. Keine Ahnung. Wie, keine Ahnung? Ich kenne deinen Discord eigentlich gar nicht. Du verlinkst ihn nicht mal. Ja, aber du bist drauf. Und doch, ich verlinke ihn unter den Streams. Unter den Streams, aber nicht unter den Videos. Ich gucke deine Streams nicht. Okay, dann schick mir mal einfach, wie du auf Discord heißt, okay? Hä? Dann schick mir doch einfach mal, wie du auf Discord heißt. Oder wieso willst du meinen Discord haben? Dann kannst du mir zurückschreiben. Und ich weiß dann, dass du nicht was geht bist. Damit wäre das Problem ja geklärt. Ja, okay. Doch, ich schicke jetzt. Ja, perfekt. Weil dann wäre das Ganze ja aufgeklärt. Dann kriegst du das zurück und noch eine Waffe, eine 130er Eisbiss als Entschuldigung. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. La chancla.
todo despeinado porque no me dio tiempo nada a ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Guck mal, also warte, wenn du mir das erklären kannst, dann sind wir fertig. Und zwar hatte Mitnick mich danach nochmal angeschrieben, dass ihn dieser Ketchup-Senftoast auch gescammt hat. So, also in-game. So, und wie geht das, wenn du das nicht bist? Was? Also, dass mein Name den gescammt hat? Ja. Also kann sein, dass das mein Bruder gewesen ist oder so. Der hat gerade PC-Verbot. Weißt du denn den Discord-Account von deinem Freund? Ja, von meinem Bruder oder meinem Freund? Bruder. Ja. Warte. So, das soll's sein. Das ist dein Bruder? Ja. Okay, dann hätte sich das ja geklärt. Denn okay, aber dein Bruder hat das auch nicht geschrieben. Also, das mit deinem Account. Also, dass die Leute mit dir traden sollen. Weil das war ja immer, das ist ein anderer Discord-Account, der es geschrieben hat. Wie gesagt, dieser Was geht war das. Aber es ist halt eine Geschichte, die passt vorne und hinten nicht. So, weil erstmal hast du den höchstwahrscheinlich den Namen von deinem Freund mir auf Discord geschickt, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass du Shaiwan bist, ingame aber nicht Shaiwan heißt, dein Freund zufälligerweise Shaiwan heißt und du mir seinen Discord-Link dann schickst. So, jetzt schickst du, oder nehmen wir mal an, das wärst du gewesen. So, dann denkt man, dass dein Freund auch irgendwie Shaiwan oder so heißt. Das stimmt auch nicht, weil der heißt auf einmal irgendwie Syrah, sein Sinn Onkel oder so. So, das wird halt auch nicht komplett passen. Okay, sehen wir nochmal drüber hinweg. So, dann hat aber nochmal jemand über einen Account, was geht, deinen Namen verbreitet und darüber wurde gescannt. Also Ketchup, Senf, Toast und du bist auf meinem Discord als, also dieser Account, der diesen Namen verbreitet, ist auf meinem Discord als Scammer gelistet. So, du meintest, das sei dein Bruder. Aber es kann nicht dein Bruder sein. Also die Geschichte passt halt vorne und hinten nicht und ich mag es nicht, angelogen zu werden. Du kennst doch wahrscheinlich noch den Vater, ne? Also diesen einen Vater, den du gescampt hast. Ja. Ja, ja. Ich komme von dem und noch von diesem Digga macht Auge. Die haben mich geschickt. Also schöne Grüße von denen. Sollte ich ausrichten. Ich habe genug. Egal. Ich habe von irgendeinem Mod von dir irgendwie 8 Stück abgezogen oder so. So Leute, wir kommen jetzt natürlich noch zum Giveaway vom gestrigen Video. 220 Leute haben teilgenommen. Ich würde sagen, wir starten das Ganze und es geht los. Und gewonnen hat... unerkennbarer Name Hunter. Abo und Like ist da, würde gerne eine Waffe von meinem Lieblings-YouTuber gewinnen. Vielen, vielen Dank für das liebe Lob. Hier hast du deine Waffe gewonnen. Meld dich bitte einfach mal unter meinem Kommentar. Und Leute, bitte lasst ihm diese Kommentarsektion frei. Also ich werde einen Kommentar anpinnen. Und alle, die da einfach sonst was reinschreiben, die werde ich einfach aus den Kommentaren wegbannen. So, ansonsten würde ich einfach mal sagen, geht's noch bis zur Abmod. Ciao. So Leute, das war's auch schon wieder für dieses Video. Ich hoffe natürlich, wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen nach oben. Teilt das Video mit euren Freunden, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt in die Kommentare, was ich weiterhin verbessern kann. Ansonsten melde ich mich jetzt für dieses Video ab. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal. Bis dahin, Leute, haut rein. Ciao.